Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch? Nee, Stefan, aus der Juckerpalme, die ich eben reingeholt habe, ist eine Spinne gekrabbelt. So beginnen Horrorfilme. Jetzt hockt sie unterm Kühlschrank. Und so beginnen Diäten. Mach das Vieh sofort tot, Stefan. Sei doch froh, jetzt hast du in deiner Tanke endlich mal ein Netz. Hilfe! Einmal die Vier und kann ich helfen? Ist was passiert? Momentchen mal bitte. Stefan, wenn die Spinne in meiner Wohnung wäre, wüsste ich, was zu tun ist. Ja? Umziehen. In eine andere Stadt. Auf einem anderen Kontinent unter falschem Namen. Also die Spinne gehört übrigens zu den Spinnentieren, denn sie hat zwei voneinander abgesetzte Körperabschnitte. Insekten hingegen verfügen über drei Körperabschnitte. Somit ist die Spinne kein Insekt. Stefan, ich könnte ja die Tanke so lange dicht machen, nicht lüften und warten, bis die Spinne die Luft weggeatmet hat und dann qualvoll erstickt. Probieren Sie es doch mal mit einem Staubsauger. Das ist mal eine gute Idee. Ja. Es sei denn, sie ist an der Decke. Wieso? Wie soll man denn den schweren Staubsauger hochwerfen und gleichzeitig treffen? Oh. Macht jedenfalls 328 Euro, sammeln Sie Miele-Punkte, haben Sie eine Dyson-Card oder sind Sie im Spider-Man-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.